Gern sehen sich Sandra Kronewitz und Vincent Minde die Ultraschallaufnahmen von ihrer Tochter Amelie an. Erinnern sich an die Vorfreude auf ihr Baby, ein absolutes Wunschkind. Als das Mädchen am 29. Mai dieses Jahres auf die Welt kam, schien das Glück der jungen Familie perfekt zu sein. Doch dann wurde bei Amelie 5 Tage nach der Geburt eine sogenannte Koronarfistel diagnostiziert, ein angeborener Herzfehler. Das zu erfahren, absolut nicht schön. Klar, viel geweint, gefragt, warum trifft es jetzt uns, aber so ist das Leben halt. Ne? Wir haben versucht, nachdem wir den ersten Schock verdaut haben, uns damit zu arrangieren und einfach stark für unser Kind zu sein. Im Alter von 4 Wochen wurde das Mädchen unter Vollnarkose operiert. Für ihre Eltern quälende Stunden zwischen Hoffen und Bangen. Wenn man dann hört, sie ist heile aus dem OP raus, wir können sie in 2 Stunden besuchen, ist man schon mal erstmal erleichtert. Wir haben halt vorher so viel Vertrauen einfach zu dem Team vom Herzzentrum gekriegt, dass wir lediglich Angst hatten eben vor der Narkose und dass sie vielleicht nicht lebend rauskommt, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil wir wussten, das Team macht es schon. Ja, die OP-Zeit war schwer, aber eigentlich haben wir dem Team vertraut. Eine dieser Ärzte im Deutschen Herzzentrum Berlin ist Friederike Danne. Die Oberärztin und Kinderkardiologin behandelt täglich kleine Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Genau wie Amelie musste auch der 6-jährige Henry im Alter von 4 Wochen einen Herzkathetereingriff über sich ergehen lassen. Im Gegensatz zu Erwachsenen ist bei Kindern eine Narkose unabdingbar, um Angst und Schmerzen so gering wie möglich zu halten. Jetzt ist es im Moment noch so, dass wir den Kindern sehr viel Blut abnehmen müssen, während wir die Narkose oder die Sedierung ist es in diesem Fall steuern. Diese Blutentnahmen und die Blutwerte benötigen wir halt, um die richtige Sedierungstiefe auszuloten. Durch den Einsatz dieses Überwachungsgerätes könnte die zusätzliche Prozedur der Blutabnahme einer Online-Überwachung mittels Elektrode am Körper weichen. Die Operationsstrapazen für die kleinen Patienten so um einiges verringern. Genau dafür will die PSD-Bank Berlin-Brandenburg gemeinsam mit ihren Partnern, dem ADFC Berlin und Berliner Helfen e.V. bei der diesjährigen PSD-Herzfahrt sammeln und ruft alle Berlinerinnen und Berliner am 6. September um 15 Uhr zum Mitmachen auf. Für jede geradelte Runde um das Tempelhofer Feld herum spendet die PSD-Bank Berlin-Brandenburg 4 Euro. Da die Neuanschaffung des Überwachungsgerätes allerdings rund 30.000 Euro kostet, ist auch Ihre Hilfe dringend gefragt. Helfen Sie gemeinsam mit der PSD-Bank Berlin-Brandenburg kleinen Patienten wie einst Amelie, die risikoreiche Operation so erträglich wie möglich zu machen.